Charlotte? Alex! Hey! Jed meinte, dass du mich sehen willst. Ich wollte bloß wissen, wie es dir geht. Ich habe versucht, mich ein wenig abzulenken. Ja, Ablenkung hilft. Und bei dir? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du durchmachen musst. Ganz ehrlich, ich versuche, mich für Ethan zusammenzureißen. Ihm geht's schlecht. Ist bei ihm alles okay? Gabe war im Prinzip wie sein Vater. Er verschließt sich. Das hat er noch nie getan. Egal wie schwer es war. Jeder geht anders mit Trauer um. Vielleicht braucht er nur etwas Zeit. Wir haben echt viel durchgemacht. Erst die Scheidung, dann der Umzug. Er hat sich noch nie so verschlossen. Ich dringe nicht zu ihm durch. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass die einzige Person, die mir helfen könnte, mit Gabes Tod umzugehen, Gabe wäre. Was ist das? Ein Dokument von Typhon. Falls ich unterschreibe, stimme ich zu, nicht zu klagen. Für eine Abfindungszahlung. Eine hohe. Über wie viel reden wir hier? So viel, dass ich Ethan aufs College schicken kann. Scheiße. Wirst du es unterschreiben? Ich weiß nicht. Ich versuche zuerst an Ethan zu denken, aber... Was würdest du tun? Würde ich Gabe damit verraten? Verdammt, nehmen wir das Geld an oder lehnen wir das Angebot ab? Ich meine, wir könnten ablehnen und verklagen und einfach noch mehr Geld rauskriegen. Aber das kann auch einfach nach hinten losgehen. Wir lehnen das Angebot ab. Wir verklagen. Du solltest das nicht unterschreiben. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist hart. Aber du kannst dich nicht von Typhon kaufen lassen. Gabe hat den Anruf getätigt. Ich werde es beweisen. Ich brauche nur etwas Zeit. Danke, dass du ehrlich bist. Wenn sie bereit sind, Charlotte für ihr Schweigen zu bezahlen, dann sicher, weil sie etwas zu verbergen haben. Ich freue mich, dass du vorbeigekommen bist. Sieh dich ruhig um, wenn du magst. Ich finde es übrigens auch witzig, dass das hier eine Apotheke sein soll, weil das einfach so ein mega obvious Weed Shop einfach nur ist. Also, du kommst hier hin und sagst, hey, habt ihr irgendwie ein bisschen Ibuprofen da? Und sie so, nein, aber wir haben 18 Kilo Gras, das du rauchen kannst. Das hilft auch gegen alles. Diese schicken Apotheken verdrängen all diese weirden Typen namens Toby aus dem Geschäft. Charlottes Hingabe für ihre Kunst ist so inspirierend. Mann, die kicken hoffentlich gleich rein. Ich schlafe gerade nie länger als 3 Stunden. Profi-Tipp? Schlaflosigkeit kommt selten aus dem Nichts und THC als Behandlung funktioniert viel besser, wenn du dich um die zugrunde liegenden Probleme kümmerst. Hast du eine Ahnung, was dich aufwühlt? Natürlich hat sie recht. Aber ich könnte das Geld gebrauchen.
Wir dürfen nicht nachgeben. Egal wie schwer es ist. Und er hat das alles mit einer rostigen Säge und einer Flasche Gin geschafft. Beeindruckend. Meine Drogen nehme ich nur aus Gläsern in Kunstwerken. So reich wäre ich gerne auch mal. Das könnte ich so krass anmalen. Aber ich will es nicht. Solche Rabatte liebe ich. Etwas teuer. Aber kann man den Traum eines Kindes wirklich mit Geld aufwiegen? Nicht schlecht, Gabe. Krass, dass Charlotte die ganze Zeit die Apotheke geführt hat. Ich konnte nicht mal die Wohnung verlassen. Crazy. Ich sollte im Blumenladen mit Mac reden. Sie ist keiner Sassy. Hat sie nicht eben gerade den einen Dude abgewunken und ist irgendwo hingegangen? Die Geschichten machen einen echt fertig. Mein Rhythmus ist voll im Arsch. Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. Oh. Das ist doch seine Schwester. Das arme Ding. Ach, dieses Mitleid nervt langsam. Okay, Alanis Morissette. Beruhig dich. Ist alles okay. Mal so, Rachendrachen, bester Shit, okay? Oh mein Gott. Steph wollte, dass ich vorbeikomme. Sie muss hier irgendwo... Okay, cool. Geh einfach aus, so. Also keine Ahnung, warum mein Receiver das macht, dass er halt irgendwie so zweimal so einen Signalabbruch hat. Das ist halt total komisch einfach, aber was soll's. Well, lass uns doch einfach Freunde sein. Oh, Valerie. Typ im Hoodie? Wie konnte Chrissy mich verlassen? Nach allem, was wir durchgemacht haben. Trennungsmusik ist schwer zu toppen. Aber vielleicht finde ich hier etwas, um ihn aufzumuntern. Auf der Suche nach Trennungssongs, huh? Der arme Kerl. Was finden wir denn, um ihn aufzumuntern? Das ist bestimmt in der Kabine. Pass auf, jetzt sagst du das einfach nur, aber wir können eigentlich gar nichts machen. Dass er wirklich diese Platte bestellt hat? Oh Mann. Hey, danke, dass du gekommen bist. Ich habe nur kurz Zeit, aber... Hast du mit Ethan geredet? Ist das Spiel abgestürzt, oder was? So, ein Hardcrash später. Let's go. Dem Typen können wir sowieso nicht helfen. Ich schätze, life really is strange. Ich habe nur kurz Zeit, aber. Oh, es hätte doch irgendwas. Die Katze ist hinter der PS5 rumgelaufen, ne? Deswegen ging irgendwas kaputt. Die Sache nimmt ihn echt mit.
aber nach unserem Spiel heute Morgen habe ich Nacht. Hör auf, darum zu laufen! Was, wenn Ethan auch so etwas braucht? Etwas, das Spaß macht, das ihn ablenkt. Sowas wie ein Lab. Wie das, zu dem du und Gabe ihn mitnehmen wolltet? Ja, aber zugeschnitten auf ihn und Thanor. Meinst du, wir kriegen das hin? Das wird nichts mega krasses, aber trotzdem cool. Aber du musst mir dabei helfen. Es muss ihn so richtig umhauen. Du hast doch einen von Ethans Comics, oder? Und? Was denkst du? Wen würde der berühmte Monsterjäger am allerliebsten bezwingen? Den Sturmbringer! Sturmbringer sieht wie ein würdiger Gegner aus. Ich stimme für ihn. Okay. Oh, ich muss jetzt wieder rein. Ich habe alles in meinem Notizbuch. Guck's dir mal an und hilf mir bei der Auswahl. Klar, ich schau mal rein. Hey Leute, da bin ich wieder. Das war ein Phone-Tap mit ihrer... Wie konnte Chrissy mich verlassen? Nach allem, was wir durchgemacht haben. Trennungsmusik ist schwer zu toppen. Aber vielleicht finde ich hier etwas, um ihn aufzumuntern. Gesponsert von der Typhon Minengesellschaft. Hm. Dieses Jahr gratis, also bringt eure Freunde und Familie mit. Ich meine, hier finden wir nichts, oder? Dieses Jahr ist alles möglich. Ich kann ihn mit der Katze abwerfen. Vielleicht bringt das was. Auf der Suche nach Trennungssongs, huh? Der arme Kerl. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Hilfreich. Oh. Anscheinend will Steph mehr als nur ein paar Entscheidungen von mir. Sie will, dass ich eine Bardin spiele. Dann bin ich wohl dabei. Fangen wir mit meinem Namen an. So, was für einen Namen sollen wir wählen? Helf mir mal bei der Auswahl. Ja? Oh je. Ach, komm her. Aber Alto macht Sinn, ne? Okay. Diesmal nach unten. Alto passt doch gut zu einer Bardin. Jetzt zu meiner Fähigkeit. Verzerrungsfeld klingt cool, aber heilende Serenade könnte am Ende nützlicher sein. Heilende Serenade! Heilende Serenade, ganz klar. Wie habe ich Thanor kennengelernt? Lustige Geschichte. Gingen ein Wolf und ein Oger in eine Bar. Oh Mann. Dieses Lab-Ding könnte wirklich funktionieren. Wow, wow. Wie konnte Chrissy mich verlassen? Ich will ihm helfen. Gemacht haben. Trennungsmusik ist schwer zu toppen. Aber vielleicht finde ich hier etwas, um ihn aufzumuntern. Bald finden Thanos Abenteuer im echten Leben statt. Ich will ihm doch nur irgendeinen geilen Shit empfehlen. Moment, Chrissy? Sie ist ein Hund? Oh, okay. Sick. Hey, du suchst doch nach deinem vermissten Hund, oder? Ich glaube, er ist in Todds Baumarkt. Ernsthaft? Oh, vielen Dank. Ich rufe da sofort an.
Havens Prüf Hi. Erinnert nochmals ich rufe daran, wegen dass die des Abstimmung bezüglich Chrissy. Des Bergwerks in Haven bevorsteht. Weitere Infos erhaltet ihr im Rathaus. Geht's ihr gut? Oh, kennt Gott ihr das, sei wenn man Dank. Sich wünscht, an so einem warmen ist sie bei Ihnen? Von einer Lawine aus leckerer Eiscreme lebendig ah, toll. Zu werden? Ja, wer haben auch Sie immer vielen, laut vielen ja Dank. Gerufen hat, ihr seid echt Kann ich Sie schön. Gleich abholen? Bleibt bitte zu Hause. Der Rest Kein von Stress. Euch schnappt Alles gut. Einfach eine ich warte. Normal große Portion Eis. Bei Avalanche Ice Cream. Seit 1993 in Familienbesitz. Seid ihr noch dabei, meine lieben Haven-Lauscherchen? Gut. Danke nochmal. Chrissy und ich schulden dir was. Okay, cool. Wir haben ein gutes Ding getan. Voll lieb von ihr, dass sie ein Lager für Ethan organisiert. Ich sollte im Blumenladen mit Mac reden. Hey Chris, wie geht es dir? Ich finde es voll cool und konnte es kaum glauben, dass du wieder New Leaf spielst. Mir geht's gut und ja, ich hatte einfach Bock drauf. So, die Frage ist jetzt natürlich, wo ist der Blumenladen? Hier ist der Blumenladen. Eleanor? Wie sie einfach nichts Sorry. Mitkriegt. Du musst dich nicht entschuldigen. Wie geht's dir, Liebes? Oh. Ich, Ich arrangiere mich. Ich versuche, es immer noch zu realisieren. Gib dir etwas Zeit. Veränderung ist immer schwer. Ist, Mac hier? Er hat mir vorhin noch geholfen. Er ist gerade erst gegangen. Weit kann er noch nicht sein. Hm. Okay. Danke. Wo war ich gerade? Oh, sie ist dement. Sie wirkt völlig verängstigt. Ich kann sie so nicht zurücklassen. Sollte herausfinden, wovor sie Angst hat. All meine Erinnerungen verblassen. Ich fühle mich so leer. Die Ärztin meinte, ich hätte mehr Zeit, aber alles hier gerät völlig aus den Fugen. Gute Nacht, Luisa. Oh, sie ist wirklich dement. Oh, das ist voll traurig. Wenn Riley das rausfindet, das darf nicht passieren. Danke,
Danke, Liebling. Ich erledige das gleich. Komm einfach mit dem Scheck vorbei, wenn du Zeit hast. Wenn jemand davon erfährt, werde ich den Laden schließen müssen. Oh, Scheiße. Damn, das ist voll krass. Es ist nicht nur, dass sie vergessen hat, was sie getan hat. Sie hat Angst davor, alles zu vergessen. Aber wie kann ich ihr helfen? Hast du vergessen, woran du gearbeitet hast? Ich scheine gerade etwas durcheinander zu sein. Vielleicht kann ich helfen. Sieht aus, als hättest du heute echt eine Menge auf der Liste. Wir könnten es zusammen durchgehen. Oh, ich will dich nicht aufhalten. Hey, ich möchte helfen. Okay, was hatte Eleanor zuerst gemacht? Sind diese Blumen von heute? Ich kann mich nicht erinnern. Was hätte sie zuerst gemacht? Wahrscheinlich hätte sie sich erstmal eingeloggt? Hat vielleicht jemand angerufen? Das ist wirklich nicht nötig. Ich komme allein zurecht. Hey, ich gehe nirgendwo hin. War vielleicht irgendwas mit Riley? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, Laden aufmachen tut man tatsächlich erst als Letztes, wenn man hier alles vorbereitet hat. Schauen wir mal die Cass an. Vielleicht finden wir hier was. Du warst ja hier drüben, als ich reinkam. Vielleicht hast du Geld gezählt. Das hätte ich gestern Abend gemacht. Ich meine, sie hat ja offensichtlich an diesem Ding herumgefummelt. Also eigentlich... So viel Auswahl haben wir auch nicht mehr, ne? Gehen wir mal an die Tür. Du musst zuerst das Schild umgedreht haben. Das drehe ich morgens immer zuerst um. Und dann öffne ich die Post. Irgendetwas hat mich sicher abgelenkt. Schon besser. Wir schaffen das. Ach nee, warte. Etwas hat sie abgelenkt, dann klingelte das Telefon. Okay. Okay. Kann mich nicht erinnern. Gab es einen Anruf, der dich abgelenkt hat? Ja. Ich erhielt heute Morgen einen Anruf.
Aber ich weiß nicht mehr von wem. Vielleicht hilft hier etwas deiner Erinnerung. Hat Riley dich vielleicht angerufen? Ich glaube, sie war's. Sie rief wegen einer neuen Bestellung an. Och, Himmel. Aber für wen nur? Okay, und das ist dann der Blumenstrauß, der da in diesem Dings hier liegt. Expresslieferung. Riley ist bestimmt dafür hergekommen. Ich denke, die Bestellung war für diese Lilien. Natürlich. Riley hat mir noch geholfen, bevor sie gegangen ist. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer sie bestellt hat. Der Scheck für die Lilien ist bestimmt hier drin, oder? Da steht bestimmt der Kunde drauf. Bestimmt. Mr. Jedediah Lucan, Die Lilien sind wohl für Jed. Oh, ja, genau. Rileys Bestellung war für Jed. Ich wusste, du findest es raus. Das verdanke ich ganz allein dir, ehrlich. Ernsthaft, Alex. Du bist ein Engel. Jed plant sicher eine Veranstaltung. Ich frag mich, warum er Lilien will. Die sind normalerweise für Beerdigungen. Oh, snap. Sie kann sich nicht erinnern. Oh, sie tut mir so leid. Wir ersparen ihr den Schmerz. Sie kennen doch Jed. Er kennt bestimmt nicht den Unterschied zwischen Lilien und Tulpen. Unterschätze ihn nicht. Er ist schlauer, als man denkt. Danke für deine Hilfe. Bis ganz bald. Ciao. Das waren sicher andere Zeiten. Ah, oh, sie ist cute. Okay, das Shirt ist mega. Gehört das Riley? Oh. Was willst du? Willst du dich über mich lustig machen, so wie die anderen Arschlöcher? Was? Nein. Du hast einen irren Killer-Roboter gebaut und einen Wettbewerb gewonnen. Das ist... Wir haben nicht gewonnen, sondern wir sind Dritte geworden. Und er ist kein Roboter, er ist... Warum lasse ich mich überhaupt darauf ein? Ha. Okay. Weißt du was? Scheiß auf diese Wichser. Du hast es drauf. Und ich würde deinen Roboter echt gerne sehen wollen. Also wenn du ihn mir zeigen willst. Verrückt. Eleanor meinte, Mac wäre hier irgendwo. Aber ich sehe ihn nicht. Vielleicht bei der Brücke? Wie läuft es mit deiner Ranch? Hast du dir schon einen Hühnerstall geleistet? Hier hatte jemand schlechte Laune. Ich bin sowas von am Arsch. Du kannst dich... Mac? Alex? Lass uns jetzt bitte nicht. Ich will, dass du mir erklärst, was mit Geld geschehen ist. Was? Mir die Freundin wegzunehmen, reicht dir noch nicht? Jetzt willst du mir auch noch den Tod von Gabe anhängen?
Ich versteh's. Er starb während deiner Schicht und du schiebst Panik. Aber du musst auspacken. Junge! Bitte. Ich hab dir nichts zu erzählen. Mac, komm schon. Er war mein großer Bruder. Ich kann nicht. Er hat vor irgendetwas Angst. Wenn ich es schaffe, das zu nutzen, komme ich vielleicht an die Wahrheit. Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Alle haben es auf mich abgesehen. Alex, Brian, jetzt sogar Riley. Scheiße! Selbst Riley? Ist etwas mit ihr passiert? Wir sind hier fertig. Anscheinend muss ich Riley suchen. Aber wo war Riley nochmal? Ich weiß, dass sie, glaube ich, im Blumenladen gearbeitet hat. Aber da ist ja gerade die andere. Okay, hier kommen wir irgendwie nicht lang. Witzig. Auf welcher Plattform spiele ich True Colors? Auf der PS5. Was halt komisch ist, weil es läuft halt auf der PS5 nur so ein 30 FPS, Mann. Echt unfassbar eigentlich. Wenn ich ihm sage, dass ich ihn mag, gehen wir aus und dann trennen wir uns vielleicht. Und dann verliere ich meinen besten Freund. Naja, sowas weiß man vorher nie. Oh Mann, Mann, raffst du's nicht? Sie steht einfach nicht auf dich. Lass es. Hm. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Moment. Nein, was rede ich denn da? Das geht mich absolut nichts an. Ah, wir haben Riley gefunden. Wenn er unschuldig ist, warum verhält er sich dann nur so? Wie verhält er sich denn? Vielleicht kann ich Sie dazu bringen, es mir zu erzählen. Hey, Riley. Alex. Hey. Muss los. Ich weiß, du und Gabe wart befreundet. Wie geht es dir? Ich vermisse ihn. So sehr. Er war wie ein älterer Bruder für mich. Schön, dass er für dich da war. Er war ein wirklich guter Mensch, Alex. Du und Eleanor steht euch nah, oder? Sie hat sich um mich gekümmert, seit ich klein war. Ich habe meine Mom nie kennengelernt, aber sie war immer für mich da. Was sagt sie dazu, dass du fürs College wegziehst? Sie freut sich. Ich glaube, sie will nur, dass ich glücklich bin. Kommt sie denn ohne dich klar? Sie ist ziemlich zäh. Aber ich mache mir schon manchmal Sorgen um sie. Sie wird älter. Und irgendwann muss ich mich um sie kümmern. Ich glaube, dass du ihr im Laden hilfst, macht sie sehr glücklich. Ja. Geht mir genauso. Der Streit zwischen Mac und Gabe wegen eurer geheimen Treffen. Es ging um deine Bewerbung fürs College. Ja. Nachdem Mac das erste Mal vor ihnen ausgerastet ist
wollten Gabe und Charlotte, dass ich die Beziehung zu ihm beende. Und nach all dem denke ich, dass sie recht hatten. Glaubst du, er sagt die Wahrheit über den Anruf? Dass Gabe gar nicht anrief? Nein, es ist nicht so, dass... Sorry, ich bin noch nicht bereit, darüber zu reden. Ja, verstehe. Es ist nur komisch, dass er sich so verhält, als würde er etwas verstecken. Er wollte, dass ich mit ihm durchbrenne. Was? Nach der Trauerfeier. Er hat nicht gesagt, warum. Aber er sah so schuldig aus. Ich sagte nein. Und dass es aus ist. Aber dann... Ich habe Angst, dass er was Schlimmes getan hat. Riley. Danke, dass du es mir anvertraut hast. Du verdienst die Wahrheit. Ich muss los. Ich habe noch was zu erledigen. Okay. Bis bald, ja? Bye, Bitch. Das ist voll hübsch. Den war wohl nicht danach, die Miene zu malen. Ah. Ach so, das war der Typ. So, waren die Brücken? Ach, hier war die Brücke. Dann konfrontieren wir ihn mal und sagen, you did it. Ich sollte erst alles andere erledigen, bevor ich Mac endlich zur Rede stelle. Aber was habe ich denn noch auf der Platte? Gar nichts, ne? Ich bin fertig, so. Let's go. Ich sollte erst alles andere erledigen, bevor ich Mac endlich zur Rede stelle. Was Riley mir erzählt hat, könnte reichen. Aber falls ich noch etwas zu erledigen habe, sollte ich das besser jetzt machen. Nee, ich glaube, wir sind bereit. Okay, dann mal los. Deine Ex-Freundin hat mir von deinen Plänen erzählt, die Stadt zu verlassen. Unschuldige tun so etwas nicht, Mac. Ich habe wirklich nichts getan. Lass mich in Ruhe, verdammt! Scary. Das ist cool. Ich kümmere mich später um Mac. Erstmal sollte ich so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Teufel zieht alles. Alles. Die ganze Stadt gehört. Mac hat das Gefühl, alle würden ihn anstarren. Alle denken, ich hätte ihn getötet. Sie hassen mich. Beloved Citizen, killed by loser. Let's go. This is so unfair.
Ich habe überhaupt nichts getan. Hätte es doch bloß nicht getroffen. Alex? Nein, da draußen sind Leute, verdammt! Ich hab doch gesagt, dass wir es abblasen müssen. Wie die mich auf der Trauerfeier angesehen haben, die denken, ich habe ihn sterben lassen. Ich weiß, warum du lügst. Typhon zwingt dich, den Anruf von Gabe zu leugnen. Verdammte Scheiße. Ich weiß, du hast versucht, es zu verhindern. Sie haben Scheiße gebaut, nicht du. Hör auf, für sie zu lügen. Du checkst es nicht. Das war kein stinknormaler Unfall. Ich hab denen gesagt, dass ihr da unten seid und die haben trotzdem gesprengt. Absichtlich? Warum? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Und dann bekam ich die Nachricht, dass ich bestreiten soll, dass jemand angerufen hat. Du musst mir glauben. Gabe und ich, wir waren keine besten Freunde, aber ich wollte nicht, dass er stirbt. Jetzt beobachtet mich Typhon. Meine Freundin denkt, ich sei ein Mörder. Alle meine Nachbarn hassen mich. Was zum Teufel soll ich denn jetzt tun? Ich könnte ihn beruhigen, aber hat er das wirklich verdient? Hä? Er hat doch dann nichts gemacht. Das ist doch alles cool. Beruhigen wir ihn einfach mal. Are you shitting me, woman? Was ist denn los mit dem Spiel? Come on, dude, so. Ey, das kann nicht sein. Halt, Bro, Mann. Selbst die PS5 möchte nicht, dass wir ihm vergeben. Oh Mann. Ja, verstehe. Es ist nur komisch, dass er sich so verhält. Müssen wir uns das alles nochmal angucken? Hier etwas verstecken. So, versuchen wir das nochmal. Okay, cool. Okay. Mac? Komm schon. Du musst dich beruhigen, okay? Atme, Mann. Atme ruhig weiter. Ich weiß, wie es ist, wenn dir keiner glaubt. Wenn alle nur das Schlimmste von dir denken. Aber die Wahrheit kommt raus. Ich sorge dafür. Aber Typhon. Wenn Typhon hinter dir her ist, müssen sie erst an mir vorbei, okay? Danke. Ich fühle mich ein wenig besser. Naja, man lernt ein paar Dinge, wenn man ständig zu Seelenklempnern gehen muss. Also, was machen wir jetzt? Bleib in Haven. Ich decke die Wahrheit auf. Yeah.
Hey. Ja. Können wir reden? Wo bist du? Okay. Du hattest recht. Mit Typhon und Mac. Alex. Mac erhielt den Anruf. Woher weißt du das? Er erhielt den Anruf und hat gelogen. Ist doch egal. Jemand übt Druck aus, damit er still bleibt. Jemand von der Mine und er ist... Es ist egal! Ich komme immer wieder her. Und gehe alles durch. Aber es endet immer auf dieselbe Weise. Ryan. Er ist tot. Er ist wirklich tot, Alex. Denk mir die ganze Zeit, dass es eigentlich voll krass ist, wie alle super sad sind, dass er gestorben ist und sie, also Alex ist halt einfach so relativ cool damit. Aber dann fällt mir wieder ein, dass sie ja sich irgendwie 8 Jahre nicht gesehen haben und dass sie ja eigentlich so emotional relativ separiert voneinander sind. Ich muss wissen, was in Ryan und dann macht das wieder so ein bisschen mehr Sinn eigentlich. Aber es ist trotzdem so ein bisschen komisch irgendwie. Es ist meine Schuld. Ich sorge für die Sicherheit der Leute. Und ich habe versagt. Du hast Ethan gerettet. Der Junge ist nur deinetwegen noch am Leben. Sie versteht das nicht. Ich habe sie darüber laufen lassen. Ich habe Gabe in Gefahr gebracht. Ich bin kein Held. Ich bin ein Feigling, ein absoluter Versager. Ich weiß, wie es ist, sich wertlos und hilflos zu fühlen. Wir haben Ethan gerettet. Und du mich. Ist doch egal. Gabe ist tot. Meinetwegen. Gabe, es tut mir so leid. Ich vergebe dir. Selbstverständlich. Du bist nicht allein. Ja. Thank you.
Wow. Warte, da gibt es einen Typen im Gorilla-Kostüm? Springt der auch von der Klippe und in den Pool? Nein, nein, der jagt einen Typen im Bananenkostüm. Und der Typ springt von der Klippe und in den Pool. War das ein mexikanisches Restaurant? Nee, nur vom Namen her. Das Essen ist, naja, grauenvoll. Aber Gabe liebt den Laden. Er ist der älteste 12-Jährige, den ich kenne. Kann ich dich was fragen? Natürlich. Du bist doch hergekommen, um mir zu sagen, dass ich recht hatte. Wegen Mac und dem Anruf. Woher wusstest du es? Es gibt etwas, das du über mich wissen solltest. Und es ist leichter, es dir zu zeigen, als es zu erklären. Es wird etwas seltsam. Und dann so richtig. Vertraust du mir? Denk an etwas Ärgerliches. Okay. Denk an etwas, das dich so wütend macht, dass du einfach schreien willst. Konzentrier dich, bis du es fühlst. Das vergeudete Potenzial. Du bist wütend für mich. Für Ethan, für Charlotte, für jeden, dem eine Zukunft mit Gabe einfach so gestohlen wurde. Oh, ich wünschte, du hättest dort sein können. Mit niemand anderem hat rumhängen so viel Spaß gemacht. Mann, das eine Mal... Woran auch immer du denkst, genau jetzt. Hör nicht auf, okay? Mach weiter. Okay. Welche Emotion ist das? Das war Asserting Dominance. Diese Aura. Ah. Als wenn sie gelesen werden will. Oh Mann. Muss eine schöne Erinnerung sein, ob ich das irgendwie zusammensetzen kann? Gabe, ganz. Ich sehe sie. Sie wird sich bewegen. Sie bewegt sich nicht. Sie wird sich bewegen. Gabe! Was denkst du, wie tief?
Tiefer als das. Die Mounties erkennen ein Gänsegrab auf hunderte Meter Entfernung. Die Mounties? Oh, ist das dein Ernst? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wie lange wolltest du mich buddeln lassen? Na, du hast dich so schön reingehängt. Oh, das ist eine Menge Blut, oder? Gabe, das ist ernst. Eine Kanadagans zu töten, verstößt gegen internationales Recht. Sei still, das ist keine. Das sind Kanadagänse, Gabe. Eigentum der Krone. Der Krone von... Eigentum der Krone, Gabe. Was machen wir jetzt? Also, habt ihr die Gans beerdigt oder nicht? Okay, und dann Eigentum der Krone? Echt? Naja, genau genommen schützt sie tatsächlich das Abkommen zum Erhalt der Wandervögel. Aber wie? Also, ich glaube, ich... habe diese Kraft. Ich kann die Emotionen anderer Leute sehen. Sie erscheinen mir wie eine Aura, und wenn ich ihnen zu nahe komme, dann fühle ich, was sie fühlen. Als fühlte ich es selbst. Und wenn ich mich konzentriere, verstehe ich sogar den Grund. Und das hast du jetzt gerade gemacht. Mit mir. Puh. Krasse Superkraft. Ohne Scheiß. Es waren bisher immer nur die schlechten Emotionen. Aber das... Das war pure Freude. Wer weiß noch davon? Gabe. Aber wie es jetzt aussieht, nur du. Deswegen weiß ich, dass Mac Angst vor Typhon hat. Er meldete Gabes Anruf, aber sie ignorierten es. Jetzt zwingen sie ihn dazu, dich zu halten. Okay, aber... Wieso? Weiß ich noch nicht. Jemand hat entschieden, die Explosion stattfinden zu lassen. Herauszufinden, wer, wäre schon mal ein guter Anfang. Also, legst du dich mit Typhon an? Ich kann dir helfen. Das musst du nicht. Jetzt hast du mich am Hals. Ja, klar. Gern geschehen. Ja. Danke. Vielen Dank. Nein. Danke dir. Now Kiss. In dieser ganzen Geschichte wird viel zu wenig rumgemacht, habe ich so das Gefühl. Das hier ist für dich, Gabe. Ich vermisse dich.
say I love you the day I let you go. How do I change all of the pain into the joy? I won't hold on to this place without you. Ich habe heute Morgen nichts gesagt. Ich konnte es nicht. Zu hören, wie alle von ihm erzählten. Von dem Leben, das er hier hatte. Mit euch allen. Ich habe meine Chance darauf verloren. Und obwohl ich nur einen Tag mit ihm hatte, hat er mein Leben verändert. Ich sagte, ich wüsste nicht, ob ich hierher gehöre. Er sagte mir, ein Zuhause findet man nicht einfach. Man baut es auf. Ich hab dich lieb, Gabe. Say, I miss all the ways you made me smile. How do I show you that I'll survive all of these trials? That's kinda sassy. I will let you fly. I will say goodbye. That's very sassy-licious einfach. Oh, nice. Einfach 0% der Leute haben Dings einfach nicht besucht. Charlotte. Ich wusste nicht mal, dass wir uns beim Doc hinsetzen können. Okay. Ich hab... Oh, come on, Alter. Ich hab so viel aufgeräumt, wie ich gesehen habe. Okay, ich wusste auch nicht, dass ich was zur Gedenktafel hinzufügen kann. Ich wusste nicht, dass ich die Dartscheibe ansehen kann. Meine Güte, ey. Warum haben wir eigentlich nicht den Namen Alwyn nehmen können? Hä, warum sind hier so viele Sachen, die man hätte machen können, die ich überhaupt nicht gesehen habe, Alter? Zumindest haben wir dem traurigen Typen geholfen, den Hund zu finden. Naja.